Jo Leute, was geht? Tim von FIFA Nerd mal wieder am Start mit einem neuen Video und heute mal mit einem 12k Squad Builder. Ja, ist gerade Team of the Year und ich dachte mir, ich verkaufe den ganzen Verein und dann habe ich mir dieses kleine Team gebaut, was mir echt gut gefällt. Und wir starten gleich mal mit dem Torwart, der kommt aus der Liga BBVA. Moment, und ist Kiko Casilla von Real Madrid. Und es ist ein echt guter Keeper, wie ich finde. Er ist 1,91 groß, hat keine großen Patzer gemacht, seine Werte sind in Ordnung und hat, wie gesagt, kostet unter 1000 Münzen, hat in 11 Spielen wirklich keinen Patzer gemacht oder so, lässt den Ball manchmal abprallen, aber das geht klar. Kommen wir zum ersten Innenverteidiger, das ist Diego Godin von Atletico Madrid. Und sein Partner ist Stefan Savic, ebenfalls von Atletico. Diego Godin ist einer meiner Lieblingsverteidiger und zurzeit auch mein Lieblingsverteidiger, weil er hat die passende Größe, hat geiles Defending, hat gute Workrates und hat in 11 Spielen 2 Tore gemacht. Und ja, also gefällt mir gut, genauso wie Stefan Savic, der ein bisschen größer ist als Godin, hat die gleichen Workrates, hat einen schlechteren Defending-Wert. Und hat in 11 Spielen keine Torbeteiligung, aber auf jeden Fall eine krasse Innenverteidigung. Die stehen sicher hinten, gerade weil die so hohe Defending-Werte haben. Also Savic 84 und Godin 87. Der Rechtsverteidiger kommt dann aus der Ligue 1. Wartet. Da ist er. Und heißt Serge Aurier und spielt bei Paris Saint-Germain. Ich denke, der ist bekannt. Er ist relativ klein, hat eine Torbeteiligung in 11 Spielen, hat high Workrates und gute Werte. So viel kann ich zu dem Außenverteidiger nicht sagen. Er hat halt seinen Job gemacht, war auch mal vorne und wie gesagt, ist auf eine Torvorlage gekommen. Ja, kommen wir dann gleich mal zum Linksverteidiger. Der spielt in der Serie A bei Juventus Turin und ist Alexandro. Der zurzeit auch mein Lieblings-Linksverteidiger ist, gerade bei den Werten, guckt sie euch an. Er ist 1,80 Meter groß, hat High-Medium-Workrates, hat in 11 Spielen leider keine Torbeteiligung, aber hat mir wirklich gut gefallen. Gerade war es so, dass wenn ich mal Godin nach vorne geschickt habe, dann war er hinten und ihn könnte man locker als Innenverteidiger spielen. Und ja, der Sechser kommt ebenfalls aus der Liga BBVA und ist Casemiro, der Youngster von Real Madrid. Ist 1,84 Meter groß, medium Work Rates, hat in 11 Spielen ein Tor und eine Torvorlage gemacht, hat gute Around-Werte und hat mir auch gut gefallen. Alles in allem, das Team hat mir wirklich gut gefallen und ist gerade schön billig. Also Casemiro für sein Alter und für sein Rating ein echtes Biest, wie ich finde, und hat halt da die nötigen Links gegeben. Das Team ist übrigens No Links Wasted, werdet ihr gleich noch sehen. Und ja. Kommen wir zum linken Mittelfeldspieler, der spielt wieder in der Serie A und ist Felipe Anderson. Und ja, guckt euch die Werte an, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung, hochgeringe Workrates, 11 Spiele, 2 Tore und 5 Vorlagen und 92 Tempo, 75 Schuss und 85 Dribbling. Also der Typ ist wirklich Bomber, auch wenn er nicht so viele Torbeteiligungen hat. Okay, 7 Torbeteiligungen in 11 Spielen geht immer noch klar. Und ja, kommen wir zum Zehner, das ist Rafael aus der Bundesliga. Und den habe ich eigentlich nur mit reingenommen, weil Florian mir den immer empfiehlt. Und ja, 11 Spiele, 7 Torbeteiligung, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung. Geht voll klar, der Typ ist wirklich ein Bombentyp und lässt sich richtig gut spielen da als Zehner. Und mit dem Team habe ich auch echt viele Tore geschossen. Und ja, kommen wir dann gleich zum rechten Mittelfeldspieler. Oder? Kommen wir jetzt, ich glaube gleich müsste es soweit sein. Ja, jetzt. Das ist Lucas Moura von Paris Saint-Germain aus der Ligue 1. Er hat gute Werte, wie man hier sieht, hat den Link halt für Aurier gegeben, hat in 11 Spielen nur 2 Torbeteiligungen gegeben, hat 4 Sterne Spezialbewegung, medium Workrates und ist nur 1,72 groß. Und ja, jetzt kommen wir zum Sturm. Der erste Stürmer ist Javier Hernandez und sein Sturmpartner ist Hakan Çalhanoğlu und die beiden sind echt Bomben und haben da richtig rasiert vorne. 11 Spiele, 10 Tore und 4 Vorlagen von Chicharito. Hat gute Werte, wie man sieht, und ich glaube, so viel muss ich nicht zu ihm sagen. Also er hat mir wirklich gut gefallen. Florian zwar nicht so, aber mir schon. Und nach dem Team of the Year hole ich mir die Offensive mit Informs und dann geht das Team noch mehr ab. Und da kommen wir zu Çalhanoğlu, 11 Spiele, 9 Tore, 6 Vorlagen. 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung und ich dachte erst, er lässt sich nicht gut als Stürmer spielen, jedoch hat er mich vollkommen überzeugt. Und ja, das Ganze ist mein Liga-Team, also ich bin von Liga 5 jetzt in Liga 4 aufgestiegen mit dem Team und gefällt mir echt gut. Mittlerweile habe ich glaube ich 20 Spiele
Und das Team bockt sich immer noch. Ja, wie gesagt, man könnte dann auch noch Rafael, Chicharito und Calhanoglu in Form nehmen. Und das denke ich, mache ich auch. Und ja, jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Teambewertung sozusagen. Das Team, wie gesagt, hat mir alles in allem echt sehr gut gefallen. Es gab ein kleines Manko und zwar war das Casemiro, aber eigentlich nur sein Passwert. Da in der Formation sind die Spieler eigentlich relativ ausgeglichen und helfen sich überall auf. Also oft sind die Flügel sind oft hinten und die Verteidiger vorne. Also es ist gut ausgeglichen bei dem Konter. Und Casemiro war da so das Problem, wenn man einen Konter aufbauen wollte und er gerade vorne war, dann der Passwert mit 70. Da kamen die Pässe nicht so präzise, aber das ist auch gar nicht seine Aufgabe eigentlich. Könnt euch das Team gerne nachbauen und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und dann war's das von dem Video. Haut rein, Leute, und ciao! We'll be right back.